Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia, The Dark Descent und so weiter und so fort und ja. Hallo. 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 Also für den nächsten Part Lagerraum und Moment vorlesen. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Türkischer Hönig. Türkischer Hönig. Der war abhängig, oder? Ach, allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Naja, gut, würde ich auch machen. Wenn mir alles weh tut. Ja, ich habe mir für den nächsten Abschnitt Lagerraum einfach mal jetzt so einen Co-Kommentator geholt. Hallo. Einfach mal so den Typen da, den ihr jetzt gerade hört. Hallo. Der Jay. Und ja, ganz einfach aus dem Grund, Hallo. Weil der nächste Abschnitt, hallo, richtig nervig wird. Richtig kacke. Wow. Hallo. Hallo? Memento, toll. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Warum schreibe ich sowas in die Mementos rein? Keine Ahnung. Ach ja, ja, das wissen wir schon längst, dass Daniel Angst im Dunkeln hat. Hier, Kerze, guck, da Licht, toll, ne? Sag Mehl, oder Reis, oder was auch immer. Ja, also und... Also ich sehe nur einen weißen Punkt. Einen weißen und Punkt. Lauter Pixel aus und so. Ja, sowas kann vorkommen, wenn du eine Bildschirmübertragung mit meinem PC hast. Dann kann ich sowas vorkommen. Gut. Lagerraum. Hier kommen unter Garantie Monster, Zombies, ganz hässliche Viecher. Und das Wichtige ist, hier steht jetzt als Hinweis, ich soll Kerzen in der Umgebung anzünden, damit alles heller wird. Damit mein geistiger Zustand sich nicht verschlechtert. Das ist aber eher eine schlechte Idee, weil je heller es in einem Raum ist, desto schneller sind die Monster, die einen verfolgen. Das Spiel will ich verarschen. Genau. Eine Säge. Böses Spiel. Kannst du damit Zombies zersägen? Weiß ich nicht. Ich meine, Daniel ist so schlau, der hat hier so sau viele Inventarplätze und kann ich mal einen Hammer mitnehmen. Mit einem Hammer könnte er super auf die Viecher einkloppen. Aber nein, oh. Er ist zu dumm, sag ich jetzt mal. Oder die Sägescheiben, die kann er als Wurfsteine benutzen, wie ein Windschreck ein. Sowas geht natürlich auch. Aber so viel hat er halt auch nicht davon. Okay, hier ist so ein Bohrerteil, das kann er natürlich aufnehmen. Soll ich es aufnehmen? Tu es nicht. Okay. Ich wette, es passiert. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich weiß nicht mehr, ob was passiert. Aber es passiert garantiert was. Tu es. Los. Aufgenommen, Teilen des Bohrers. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ein Viech. Also ich weiß nicht, ob du das gerade hörst, wegen meinem Supercomputer. Bei dieser Dingens hört man... Wow, überhaupt. Fuck, da draußen ist ein Zombie, unter Garantie. Ich hör kein Endgame-Song. Scheiße! Er klopft die Tür ein! Fuck! Scheiße! Vielleicht will er nur spielen. Oh, kacke. Bleib weg. Okay, er haut ab. Spiel die Hymne der Sonne, Freezing damit. Ja, das wird viel bringen. Ich habe ja auch eine Ocarina dabei. Hinweise, schau deine Feinde nicht zu lange an. Es wird deinen geistigen Zustand verschlechtern. Natürlich. Oder man wird selber gefreezed, so wie bei Zelda. Ich glaube, ich habe den Ingame-Sound zu leise gestellt. Wenn du nichts hörst. Ja, Master Volume 1. Ich habe auf 1 gelassen. Okay, jetzt ist wieder lauter. Ich hoffe, man hört dich. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, okay, man hört dich schon. Also, passt eigentlich. Wenn nicht, dann hast du Pech. So, jetzt hast du deinen Dreck. Ja gut, da war gerade ein Zombie. Das hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber der hat gegen die Tür gehauen. Und dann ist die Tür kaputt gegangen und dann... Ausrüstung. Instrumenta. Den Zombie habe ich mit 10 FPS gesehen. Well, immerhin 10 FPS. Multiraz hatte ein. Maschinenteile. Wow, toll, Erinnerung. Sure. Sure, Digga, auch. Leave me alone.
Ach ja, sowas sollte man ja ernst nehmen, aber das kann ich nicht. Ja, nachdem man diese Erinnerung hört, also gesehen, oder nachdem, na Moment, Moment, korrekter deutscher Satzbau, nachdem man sich an diese Erinnerung erinnert hat, was, hört man ständig die Schreie von dieser Frau, die wir gerade in Erinnerung gehört haben, im Hintergrund. Weil... Ja, die ich jetzt natürlich nicht gehört. Nee, kann schon sein. Es ist halt Hintergrund. Aber wie, du hörst es dann? Mhm. Wie viel Öl habe ich eigentlich noch? Hallo, Tab-Taste, da. 4-mal Öl und ja, gut. Das ist jetzt in der Büchse. Yay! Und hier ist ein Zettel. Und hier ist ein Hammer, den Daniel natürlich nicht einstecken kann. Nein. Hier mit dieser schönen spitzen Seite, da könnte ich so auf die Scheißteile einkloppen. Bam! Okay. Oder kannst du ein Bild aufhängen. Bezüglich explosiver Mischung. Sie ist zum Glück nicht lang. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch, das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich 2 große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du müssen... Deutsch. Alles, was du tun musst, ist, die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Ja. Anscheinend war der Agrippa hier auf Schloss Brennburg. Was immer er hier gewollt hat. Okay. Ja, und was jetzt hier in der Notiz stand, hier in diesem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, ist ein ganz großer Raum mit ein paar Weinfässern, stehen 2 Fässer mit explosiven Mischungen. Wir müssen nämlich einen Sprengstoff herstellen, da weiter entfernt irgendwo was zusammengekracht ist, und das müssen wir in die Luft sprengen. Deswegen, ja, wir müssen jetzt halt Sprengstoff herstellen. Wie in Penumbra eigentlich. Hast du das Penumbra-LP von Emero gesehen? Das ist Part 4. Oh, okay. Anfangs habe ich mich auch nicht dafür interessiert und dann habe ich mir jeden Part reingezogen. Aber nur weil mir langweilig war. Hier, Kreisblätter, so, Shuriken und so. Ich erinnere dich schon wieder an Ninja Gaiden. Es tut mir so gar nicht leid. Hier ist wieder so ein Teil eines Bohrers. Hinweise, einige Gegenstände im Bestand können miteinander kombiniert werden. Ganz toll. Gibt es kein Spiel, an das ich dich erinnern kann? Mega Man 1 allerhöchstens. Oder, naja, gut. Naja, doch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches Spiel hat mich frustriert. Eigentlich hat mich... Was? Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen. Du musst erst alle Teile finden. Wie? Brauche ich 3 Teile oder was? Ja, anscheinend schon. Gut. Mein allererstes Let's Play, der größte Fail aller Zeiten. Super Mario Land 2. Das ist eigentlich ein Spiel, was ich relativ gut kann. Und ich habe im Let's Play total gefailed. Also das ist höchstens so ein Frustmoment, wo ich hatte. Aber sonst nur in Mega Man. Wie fandest du Alec Man in Mega Man? Alec Man, das war... Oh, Alec Man ist eine ekelhafte Stage. Ja, da bin ich... Ich weiß nicht, wie oft bin ich da krepiert? 2, 3, 4 Mal oder so. Ich bin öfters krepiert und ich fand ihn ekelhaft. Dafür ist seine Attacke auch episch. Ich glaube, du hast 3, 4 Parts dafür gebraucht. Auf jeden Fall mehrere Parts, garantiert. Bei mir waren es, glaube ich, 2 oder 3. Keine Ahnung. Hier ist das sekundär. Was immer das heißt. Mega Man 1 und 2 habe ich ja sowieso innerhalb von kürzester Zeit durchgespielt und da ist es auch relativ reibungslos eigentlich durchgegangen. Das hätte ich vielleicht bei Mega Man 7 auch machen sollen. Ach ja. Aber ich persönlich, ich habe Mega Man 7 für den SNES vor ein paar Tagen mal gespielt und da ist er eigentlich wirklich überhaupt nicht schwer. Also es liegt wirklich an dieser 8-Bit-Version. Dass es so schwer ist. Ja, okay. Ich will mich da morgen mal wieder dran setzen, wenn ich Zeit habe. Sonderbüchse. Was will ich jetzt... Oh, hier Nein. ist noch ein Teil eines Bohrers. Kommt Monster... Nee, hört sich nicht so an. So, jetzt habe ich 3 Bohrerteile aufgesammelt. Die kann ich jetzt kombinieren und habe einen Handbohrer. Mein Gott, Magic. Magic. Einfach so, natürlich.
Türkischer Hönig. Okay, ich nehme einfach an, dass ich so ein Fast... Moment. Das Ventil ist zugerostet. Natürlich, wie es der Zufall so will. Hier stehen tausende Weinfässer rum und genau dieses Ventil ist zugerostet. Ja. Nein, falsches Gegenstand, Dingens. Ja, ich nehme mal an, ich muss jetzt hier ein Loch bohren. Ein Loch bohren. Ja, kein... elektrischen ja. Bohrer? 1839, elektrischer Bohrer. Wenn du mir so einen beschaffst, dann, dann kriegst du ganz viel Geld. Von vielen Leuten. Oh. So ein 1839 elektrischer Handbohrer. Für die Flüssigkeit ist ein Behälter nötig. Und, hä? Ah, ich habe den Chemietopf noch. Wow. Oder Daniel nimmt die Kreissägenblätter mit und benutzt sie so wie die Metal Blades in Mega Man 2, dann sind sie awesome. Ja, das ist auch nützlich. Mir ist aufgefallen, dass die Shadow Blades in Mega Man 3 eigentlich genauso wie in Mega Man 2 die Metal Blades in alle Richtungen geschossen werden können, aber die sind nicht so hilfreich, weil die nicht so stark sind und mehr Energie verbrauchen. Boah, die waren in Mega Man 2, da waren sie Overkill. Kein Wunder, dass die auch bei School Attack dabei waren. Yay, toll, wofür ist der Raum jetzt? Bei den besten Power-Ups. Für Zunderbüchsen. Man hat wirklich am Ende des Spiels hat man übermäßig viele Zunderbüchsen, ja, weil... Also ich zum Beispiel, weil ich verwende fast gar keine. Meine Lampe ist ausgegangen. Toll. Wie viel habe ich jetzt? 40 Stück. Oh mein Gott. Ich versuche übrigens gerade in Minecraft das Schloss von Amnesia nachzubauen. Das... klappt aber irgendwie nicht so ganz. Also es ist ziemlich schwer, sag ich jetzt mal. Und man braucht ziemlich viel Stein. Jetzt erinnerst du mich an das nächste Spiel, das mich zurzeit nervt. Ach ja. Okay, und jetzt? Wo muss ich jetzt fangen? Meine Lampe funktioniert nicht, warum? Ach so, kein Öl. Toll. Stell dir mal vor, du baust da stundenlang an so einem Teil und auf einmal ist es weg. Oh, sowas kenne ich. Wow, meine Tastatur will gerade nicht. Ich bewege jetzt gerade... Ich drücke jetzt gerade gar keine Taste auf meiner Tastatur. Und trotzdem läuft Daniel nach rechts. Was geht mit ihm ab? Daniel, lässt du das? Boah, das ist meine Tastatur wieder... Wow, ganz toll. Egal, spiel ich halt so weiter. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, noch ist es im Lagerraum noch nicht schlimm. Es kam gerade mal ein Monster, aber später wird's... heftig. Richtig heftig. Okay, hier baue ich wieder einen Chemietopf. Es ist mit einem der zwei Bestandteile für die Herstellung der explosiven Mischung gefüllt. So, jetzt habe ich Agrippas Explosivstoff. Toll. So, und jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zurückgehe, ob da jetzt schon ein Monster da ist. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich nehme mal einen Schluck von meinem köstlichen Cola-Mix. Oh, ich hasse Cola-Mix. Das finde ich schmeckt überhaupt nicht. Maschinenteile. Also ich finde, das Beste ist das, was unser toller Bierfahrer-Typ bringt. Okay. Die anderen finde ich jetzt eigentlich auch nicht so toll. Aber das von dem Typ ist gut, das heißt irgendwie hier so ein bisschen Auerquelle und so. Also, ich habe so das Gefühl, dass hier jemand reingeschleift wurde. Hier ist Blut, hier liegen Knochen, hier ist eine Tür. Dann ist es aufmachen. Aber. Dann ist es aber entweder schon länger her oder da waren irgendwelche Hunde und haben das Fleisch abgegessen. Hunde, die. Es lässt sich nicht bewegen. Das ist toll. Hunde, die Folter überstanden. Maschinenteile. Oh, Memento. Ich höre einen Mensch. Einsturztrümmer verhindern, ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg hindurchzukommen.